Ja, herzlich willkommen im Lustspielhaus, im deutschen Lustspielhaus, will ich betonen. Ich betone deshalb, deutsch zu sein scheint im Moment ein bisschen out zu sein, denn der Slogan im Moment ist ja, du bist Deutschland. Das heißt, niemand will mehr Deutschland sein. Ja? Der Deutsche entwickelt sich weg vom Individuum. Was will der Deutsche stattdessen sein? Er sagt lieber, wir sind Papst. Das ist interessant, dass der Deutsche auf einmal religiöser wird. Und das ist ja genau der Vorwurf, den der Deutsche dem Türken macht. Ja? Ich will Sie auch ganz herzlich grüßen. Ich komme gerade aus Istanbul und will Sie deshalb auch ganz herzlich grüßen von der türkischen Fußballnationalmannschaft. Die macht ja gerade eine groß angelegte Image-Kampagne. Da ist ja einiges schiefgelaufen. Letzte Zeit, da war dieses dramatische Ereignis beim Spiel gegen die Schweiz. Und es war natürlich eine Riesensauerei. Wobei der Auslöser war ja, wir türkischen Männer hatten ein großes Problem vor einiger Zeit. Da wurde unser Landsmann, der Schriftsteller Orhan Pamuk, ausgestattet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und das war für uns türkische Männer natürlich eine Katastrophe. Jetzt standen wir auf einmal da als Buchleser und Weicheier. Da dachte sich dann die Fußballmannschaft, dieses Bild über die türkischen Männer müssen wir mal wieder zurechtrücken. Und da kam dann die Schweiz gerade zurecht. Und das war wirklich eine Riesensauerei, was da abgelaufen ist. Das war eine Verschwörung der Schweizer zusammen mit dem Schiedsrichter. Gut einleuchtend, der Schiedsrichter ist neutral, die Schweiz auch. Aber auf dem Wege hat man schon mal gesehen, wie reagieren Türken, wenn sie nicht bei einem Fußballturnier teilnehmen dürfen. Jetzt kann man sich ein bisschen ausdenken, was jetzt passieren wird, wenn die Türken nicht in die EU reingelassen werden. Ja? Aber lassen Sie uns mal... Lass uns mal über ein Land reden, was demnächst so nicht mehr in der EU sein wird. Reden wir über Deutschland. Bei Deutschland weiß man, man wird die nächsten 183 Jahre die EU-Defizitkriterien nicht halten können. Aber trotzdem rührt sich im Moment unheimlich was. Wir haben ja erstmals eine Bundeskanzlerin. Noch lustiger, wir haben eine CDU-Kanzlerin in einer SPD-Regierung. Und darum gibt es jetzt auch diesen biometrischen Pass. Bei diesem biometrischen Pass, auf dem Passfoto darf man ja nicht lachen. Das ist quasi so ein Wink mit dem Zaunpfahl vom Gesetzgeber, dass er sagt, unter Frau Merkel werden wir nicht zu lachen haben. Und, aber es tut sich wirklich was und vor allem die SPD ist jetzt auf einmal wieder voll dabei. Ja, die dominiert ja quasi die Regierung, die war schon tot geglaubt. Die haben sich jetzt sogar einen neuen Chef wieder gegönnt, den Herrn Platzek, gewählt mit 99,4%. Das war für ihn selber weniger Überraschung, er ist ja aus dem Osten. Und sogar einen neuen Generalsekretär hat jetzt die SPD. Der Mensch nennt sich Hubertus Heil. Und es ist auch schön, dass man in der Nähe vom Brandenburger Tor wieder mal Heil rufen kann, ohne dass man schief angeschaut wird. Für mich ja überhaupt beeindruckend, wie jetzt da diese große Koalition auf einmal funktioniert. Die lieben sich ja regelrecht. Und vor allem war ja für mich spannend, wie sie gerade so bei diesen wichtigen Punkten langsam sich annähern, vor allem die Kompromisse, wie die dann aussehen. Und es war interessant, dass ursprünglich die Union wollte, Mehrwertsteuer 2% drauf, dafür keine Reichensteuer. Die SPD hat gesagt, wir wollen keine Mehrwertsteuererhöhung, dafür die Reichensteuer. Und dann ist es interessant, wie in Deutschland ein Kompromiss ausschaut. Wir haben jetzt 3% Mehrwertsteuererhöhung plus die Reichensteuer. Ja? Das ist in etwa so, wie wenn Sie sagen, ich wohne in München, du wohnst in Hamburg, treffen wir uns in der Mitte, machen wir Budapest. Ja? Beeindruckend war auch der Versuch, diese Mehrwertsteuererhöhung zu erklären. Da hat ja die Frau Merkel gesagt, wenn die Waren mehr wert sind, dann denken sie, die Leute, das muss unbedingt haben. Und das ist quasi ein Versuch, durch Teuerung Kaufkraft da zu generieren. Das ist wie, also ich habe mir das gedacht, das ist wie wenn der Nachbar bei Ihnen läutet und sagt, bei uns brennt's, hast du ein bisschen Spiritus. Ja? Also, der Herr Kuhn hat ja dieses Vorgehen bezeichnet als Voodoo-Ökonomie. Ja? Das ist natürlich Blödsinn, weil diese Wirtschaftspolitik ist ja nicht nur von den guten, sondern auch von den bösen Geistern verlassen. Und darum ist es so, dass wir in Bayern ja das Ganze auch schon ein bisschen skeptisch sehen. Ja, der Bayer denkt sich im Moment, macht das Ganze noch Sinn? Also mit dieser großen Koalition. Also diese große Koalition aus Bayern und Deutschland. Na, der Bayer hat echt das Gefühl, dieses Deutschland wird immer mehr zum Klotz am bayerischen Bein. Wirklich. So?
Aber dass die Stimmung in Deutschland eben nicht so toll ist, wie sie sein soll, das fällt einem erst dann so richtig auf, wenn man mal den Blick ins benachbarte Ausland riskiert. Ich war selber vor einiger Zeit für ein paar Auftritte in Österreich und Liechtenstein, weil ich gehe gerne mal in Gegenden, wo es wurscht ist. Und der Österreich zum Beispiel, der schwebt auf Wolke 7. In Österreich, da herrscht Euphorie pur. Wissen Sie warum? Bloß weil die Österreicher vor unzähligen Monaten irgendwann mal im Fußball 2-2 gegen England gespielt haben. Aber das reicht dem Österreicher. Ich hab dann auch gesagt, liebe Österreicher, 2-2 gegen England, so toll ist das jetzt auch wieder nicht. Dann haben die gleich gesagt, das sagst du, aber ein Unentschieden gegen England, das haben wir schon mal vor 60 Jahren versucht und sind böse drauf reingefallen. Hab ich gesagt, so ein Blödsinn vor 60 Jahren war bloß der Trainer Österreicher. Aber richtig amüsant für mich selber war dann Liechtenstein. Also nach Liechtenstein, da müssen Sie mal hin, ein sehr ulkiges Land. Ich dachte auch immer, Liechtenstein, das ist sowas wie die Schweiz. Dem ist nicht so. Das merkt man schon, wenn man mit einem deutschen Kennzeichen an die Schweizer Grenze hinkommt. Da wird man automatisch gefragt, haben Sie Waren dabei? An der Liechtensteiner Grenze lautet die Frage, haben Sie sich verfahren? Und man darf in Liechtenstein im Lande drin mit dem Auto immer nur so 50 oder 60 fahren. Das hat mich gewundert. Da habe ich mal nachgefragt, warum das so ist. Und da wurde mir erklärt, man hatte früher schon mal Tempo 80. Da waren dann die Touristen im Lande drin, dann schon längst draußen, bevor sie überhaupt gemerkt haben, dass sie da waren. War dann ziemlich ein Flop. Und ich selber habe dann auch die Rückreise nach Deutschland über die Schweiz angetreten. Und ich bin es ja gewohnt, dass ich an der Schweizer Grenze immer sehr genau kontrolliert werde. Da bin ich meistens unrasiert, dunkle Haare, dunkler Pass, dunkles Auto. Und aber da war es genau umgekehrt. Der Schweizer winkt einfach raus, der deutsche Zollbeamte hält mich auf und fragt allen Ernstes, haben Sie Geld dabei? Ich hab gefragt, wie viel brauchen Sie denn? Und da habe ich begriffen, Deutschland ist pleite. Wenn schon mal die Zollbeamten zum Schnorren anfangen, da weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Da habe ich gemerkt, die Zeiten in Deutschland sind schlecht. Das hat mich sehr beruhigt, denn schlechte Zeiten sind ja bekanntermaßen immer gute Zeiten fürs Kabarett. Ich gebe zu, als ich mit dem Programm damals ganz am Anfang stand, so beim Stoffsammeln und so weiter, da war ich schon noch sehr, sehr unschlüssig, was das Ganze werden soll. Andererseits aber auch wieder sehr neugierig, was am Schluss rauskommen würde. Bloß einer von uns daheim, der ist immer noch neugieriger als ich, und zwar mein Vater. Und kaum hat der so nebenbei von meiner Mama mitgekriegt, dass ich jetzt wieder was Neues vorhab, stand er schon bei mir im Zimmer und hat mich gefragt, mein Sohn, was willst du im neuen Programm machen? Dann habe ich es ganz pathetisch gemacht. Ich habe gesagt, Vater, mein Ziel ist die Illusion für das Publikum. Ziel ist gut, aber noch wichtiger, das richtige Kaliber. Da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich hat er nicht einmal so Unrecht. Wenn man sich heute mal umschaut, immer mehr Menschen setzen sich die falschen Ziele und greifen dabei zum falschen Kaliber. Das Ergebnis, ein Terrorkommando regiert die Welt, ein Errorkommando regiert Deutschland. Sie kennen ja den Unterschied zwischen der Al-Qaida und der SPD. Al-Qaida setzt ihre Pläne um. Was ein bisschen schade ist beim Schröder, er durfte ja nicht mehr in Deutschland das ernten, was er gesät hat. Er hat wirklich tolle Sachen angestoßen, dieses Hartz IV zum Beispiel. Ja, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute wegen Hartz IV schon 300.000 Arbeitslose weniger als noch vor 5 Monaten. Also 300.000 sind da schon verhungert. Und darum hat ja auch die Frau Merkel diese Agenda 2010 hochgelobt. Ja? Und darum will die Große Koalition auch das noch ein bisschen verfeinern. Das Ganze geht jetzt ein bisschen so in Richtung aktive Sterbehilfe. Und welch tolles Instrument diese Agenda 2010 ist, das fiel ja mir damals auf, als ich gemerkt habe, wie sehr sich meine türkischen Landsleute sogar mit dem Thema befassen. Da hat mich auch mal ein Freund meines Vaters dann auf einmal gefragt, kennst du Agenda 2010? Weißt du, was heißt Agenda 2010? Agenda 2010 heißt, Ergebnis scheiße, Rückspiel kannst du vergessen. Ja, diese Agenda sagt jetzt, alle sollen arbeiten. Weil jetzt sogar Arbeitslose sollen arbeiten. Weil jetzt sogar musst du nehmen Arbeit, auch wenn du hast keine Ahnung.
Herr Schröder, beste Beispiel. Und das ist alles wegen dieser neuen Zumutbarkeit. Weil neue Zumutbarkeit heißt, musst du nehmen jede Arbeit, überall, jetzt in ganze EU. Ja, jetzt bald, du kannst sehen, deutsche Arbeitslose als Gurkenpflücker in Polen. Ja, schon vor 70 Jahren, Hitler immer hat gesagt, wir brauchen Lebensraum in Osten. Damals niemand hat geglaubt. Ja, und jetzt auf einmal sogar alle Politiker sagen, ja, billige Arbeit, alles geht nach Osten. Ja, aber Schröder auch hatte dann Angst, dass billige Arbeitskraft aus Osten will nach Deutschland. Ja, darum, er hat damals gefragt in seinem Kabinett, wie wir können halt den Ostblock-Menschen raus. Ja, dann Innenminister hat gesagt, machen wir an Grenze Selbstschussanlage. Umweltminister hat gesagt, machen wir Pfand auf Ostblock-Auto. Na ja, dann Schröder hat gesagt, gut, machen wir Mischung aus Selbstschussanlage und Pfand, machen wir Maut. Ja, aber kannst du mir sagen, warum Deutschland jetzt unbedingt braucht Maut? Sowieso niemand will fahren nach Deutschland. Ja, was ist los in Deutschland? Kein Geld, keine Arbeit, niemand kauft bei Karstadt. Ja, aber dann überall kannst du hören, Reformland Deutschland. Ja, Deutschland ist nicht Reformland, Deutschland ist Reformhaus. Ja, weil in Reformhaus auch alles erst ist teuer und dann schmeckt schlechter. Wenn du sagst, Deutschland ist Reformland, ja, dann bei Irak kannst du auch sagen, ist Reformland. Ja, weil in Irak auch erst war irakischer Diktator, jetzt ist amerikanischer Diktator. Ja, hast du damals gesehen, wie Bush hat gefangen, Saddam? Ja, habe ich gesehen im Fernsehen, habe ich gesehen, auf einmal Saddam kommt raus aus Erdloch. Ja, habe ich gedacht, der hat die Miete nicht bezahlt. Ja, Bush jetzt hat Saddam, aber Bush in Irak noch immer hat große Probleme. Ja. Jetzt ganze Welt weiß, in Irak gibt keine Waffen, aber Bush immer noch will suchen Waffen. Ja, Bush jetzt immer noch will suchen Waffen. Ja, weil Bush sagt, Waffen müssen irgendwo sein, weil mein Vater hat vor 15 Jahren verkauft. Und jetzt Bush glaubt, er ist Rettung für Irak. Ja, aber niemand in Irak wartet auf Amerikaner. Siehst du, was dort ist los? Jeden Tag dort irgendwo gibt Anschlag. Ja, jetzt in Irak sogar war Anschlag auf polnische Stützpunkt. Ja. Na ja, weil Iraker sagen auch, ja, erst sie wollen unsere Öl, jetzt auch nur unsere Auto. Durch diese Agenda 2010 hat ja wirklich ganz Deutschland kapiert, das Leben in Deutschland ist hart und wir immer härter. Aber dass das Leben an sich eine harte Sache ist, ist es für mich nichts Neues. Ich wurde von meinen Eltern sehr, sehr früh darauf hingewiesen. Ich wurde auch sehr früh abgehärtet. Das ging bei mir eigentlich schon vor der Geburt los. Allerdings die Zeit vor der Geburt, das ist bei mir auch ein ziemlich dunkles Kapitel. Nein, ich rede ungern drüber, aber ich bin eine ungewollte Schwangerschaft. Also ich wollte nicht. Na, für meine Eltern, da war das absolute Wunschkind. Ja? Das heißt, ich wollte eigentlich schon, aber nicht an dem Tag, wo es für mich vorgesehen war. Weil mein Geburtsdatum ist der 19. April und ich habe mal ein paar Wochen vor der Geburt ein bisschen mit dem Datum näher beschäftigt. Sieh, an dem Tag ist noch nie was Gescheites passiert. An einem 19.04. ist Konrad Adenauer gestorben, Frank Elstner geboren und die Schweinebucht-Invasion auf Kuba gescheitert. Ja? Bloß, ich konnte mich gar nicht so lange darüber aufregen, weil mit der Zeit wurde es für mich im Bauch von der Mama ziemlich ungemütlich. Weil da drin hast du doch 39 Grad Außentemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, widrige Sichtverhältnisse. Und ja, sie lachen jetzt, weil sie sowas noch nie erlebt haben. Aber na, mir hat das dermaßen zugesetzt. Ich habe einen Tag vor der Geburt im Bauch meiner Mama so eine Art Traum erlebt. Da war wie im Delirium. Da habe ich geträumt, wie das ist, wenn er auf die Welt kommt. Da habe ich dann gesehen, wie meine Mutter mit total schmerzverzerrtem Gesicht im Kreißsaal liegt. Draußen auf dem Flur, mein Vater ganz nervös. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, Vorfreude sieht anders aus.
Und kaum war ich dann da, ging der Abhärtungsprozess auch nahtlos weiter. Meine Eltern haben mich in den ersten Wochen nach der Geburt oft ohne Aufsicht daheim gelassen, damit ich auch lerne, alleine mit dem Leben klarzukommen. Da muss ich wirklich sagen, meine Eltern haben mich nie verhätschelt. Da bin ich ihnen heute noch sehr, sehr dankbar. Ich hatte auch ein sehr schönes Schlüsselerlebnis im Alter von 2 Jahren. Da habe ich mit meinem Vater zusammen im Wohnzimmer gespielt. Da bin ich auf der Couch herumgekupft. Auf einmal breitet mein Vater seine Arme aus und sagt, mein Sohn, spring! Und ich spring. Und da hat es mich voll auf die Schnauze gehabt. Und mein Vater ist einfach auf die Seite gegangen. Da hat er mich so angeschaut. Mein Sohn, traue niemandem außer dir selbst. Ein schillerndes Beispiel in dieser Sache ist ja gerade in letzter Zeit auch der George Bush. Bush hat ja erst vor einiger Zeit Großes geleistet bei ihm in der Heimat, da bei dieser Katastrophe in New Orleans. Und da wurde ihm gleich von der ganzen Weltpresse vorgeworfen, der Mann hat kein Konzept. Das war natürlich nicht nur polemisch, sondern auch gelogen. Der Bush hatte durchaus ein Konzept. Der Bush hat gesagt, die Weißen werden evakuiert, die Schwarzen werden erschossen. Es sei denn, sie sind nicht Schwimmer, dann klärt sie das Thema eh von selber. Ich finde es auch sehr lobenswert, dass selbst ein Mann wie Bush sich immer wieder mal Gedanken macht um seine Umwelt und um seine Mitmenschen. Das war vor ein paar Jahren auch so, dass er es mittendrin mal gedacht hat beim Frühstück, ach wisst ihr was, jetzt machen wir wieder eine gute Tat für die Menschheit, jetzt bringen wir dem Nahen Osten ein bisschen Zivilisation bei. Wenn wir schon mal da sind, machen wir auch gleich eine neue Weltordnung. Wobei Weltordnung, das ist jetzt Neudeutsch, früher hat man da einfach nur gesagt Ölvorräte. Da waren ja am Anfang 90% der Amerikaner total begeistert von dieser Idee. Heute sagen 90% der Amis, Bush lügt wie gedruckt. Die restlichen 10% sagen, seitdem der Bush nichts mehr sauft, kennt er den Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit gar nicht mehr auseinander. Gut, da mag sich auch manch einer fragen, wieso lügt eigentlich ein Mann wie Bush? Ganz einfach, er braucht Unterstützung seines Volkes. Und je größer die Lüge, umso mehr Menschen folgen ihr. Zitat Adolf Hitler, österreichischer Sozialwissenschaftler. Aber letzten Endes ist es völlig wurscht, ob Bush die Wahrheit sagt oder nicht, denn die Sagen im Weißen Haus haben ja sowieso ganz andere, und zwar die sogenannten Falken. Die Falken, das sind die Herren Wolfowitz, Cheney und Rumsfeld, die nennen sich zwar die Falken, bloß dürfen Sie sich jetzt amerikanische Falken nicht wie normale Falken vorstellen. Amerikanische Falken haben bloß ein Spatzenhirn und nur rechts Flügel. Und dadurch haben die einen ganz schiefen Blick auf die Realität. Ja, weil sie da in Schräglage fliegen. Bush, Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld, die sind auch die letzten echten amerikanischen Helden, die gern andere dahin schicken, wo es weh tut, statt heim rumzujammern. Das ist ja auch so der große Unterschied zwischen den Deutschen und den Amerikanern. Wo der Deutsche einen Untersuchungsausschuss fordert, da marschiert der Amerikaner sicherheitshalber ein. Wo der Deutsche am Bundesrat scheitert, setzt der Amerikaner auf Dezimierung von Humanmaterial. Kreisheimerpfleger nennen dieses Vorgehen ja auch Flurbereinigung durch Streubomben. In Kombination mit einer Verwaltungsreform, wo vorher Chaos war, ist jetzt gar nichts mehr. Denn der Amerikaner hat erkannt, nur der militärische Erfolg hat ein vernünftiges Nationalgefühl zur Folge. Wobei, man muss sagen, ganz stimmt das nicht, weil auch der Österreicher hat ein vernünftiges Nationalgefühl. Aber der Österreicher braucht keine Waffen, der hat ja ein funktionierendes Mautsystem. Wobei man am Beispiel Österreichs auch sehr schön feststellen kann, dass der Einsatz von Schusswaffen durchaus geeignet ist, um weitreichende historische Prozesse in Gang zu setzen. Beispiel 1, der Erste Weltkrieg begann, weil ein Österreicher erschossen wurde. Beispiel 2, der Zweite Weltkrieg begann, weil ein Österreicher nicht erschossen wurde. Das heißt, es gibt keinerlei statistische Legitimation, um auf Österreich zu schießen. Aber auch keine, um es nicht zu tun. Und drum zieht bisweilen auch der ganz normale, zivile, gewöhnliche US-Bürger sein ganzes Selbstvertrauen aus dem Waffenbesitz. Bloß damit jetzt in Amerika nicht jeder Depp ohne Registration mit der Pumpgun durch die Gegend rennt, haben die Amerikaner die National Rifle Association gegründet. Das ist so eine Waffenvereinigung, wo sie dann jeder Depp eintragen lassen kann. Und kurios ist, bis vor kurzem war der Chef dieses Vereins Charlton Heston. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kann es sein, dass so ein honoriger Schauspieler wie Charlton Heston so ein Waffennarr ist? Ja, und wie so oft liegt auch hier die Ursache in einer schwierigen Jugend. Rezession, Prohibition und keine Munition.
das war die Jugend von Charlton Heston. Er wuchs unter sehr schwierigen Verhältnissen auf. Er musste auch schon sehr früh als Gastarbeiter nach Italien, wo er dann im alten Rom tagelang in einem Pferdewagen im Kreis herumfahren musste. Das heißt, sein Gehirn war lange Zeit großen Zentrifugalkräften ausgesetzt. So was geht selten gut aus. Mittlerweile hat er Alzheimer. Gut, das ist ja in Amerika eine Zusatzqualifikation. Ja? Aber das Angenehme am Amerikaner ist, selbst im eigens inszenierten Krieg zeigt er schon eine gewisse humane Ader. Das hat man seinerzeit auch sehr schön in Afghanistan gesehen. Da wurden auch direkt im Anschluss an jeden Bombenteppich so Lebensmittelpakete abgeschmissen, für den Fall, dass einer versehentlich überlebt hat. Und da durfte dann der schwer verwundete und hungrige Afghane für ein Stück Erdnussbutter durch das Minenfeld rum. Statt Essen auf Rädern gab es dann Essen auf Krücken. Sie schaffen eine Wüste und nennen es Frieden. Ist ein passendes Zitat dazu, das stammt übrigens vom Tacitus. Tacitus, die Älteren von Ihnen, wenn ich noch persönlich kenne. Ja, das ist so eine Art Peter Scholler-Tour der Antike. Ja. Aber man muss sagen, Deutschland entwickelt sich von der Konsensdiktatur hin zur Folterdemokratie. Das ist ja so die Erkenntnis der letzten Wochen. Und das ist ja auch wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, als wir jetzt neulich feststellen durften. Ein Deutscher wird von der CIA entführt und Steinmeier und Co. sagen, bitteschön, warum nicht? Man, gut, was heißt jetzt hier Deutscher? Ich meine, der Mann heißt El Masri. Heißt so ein Deutscher. Dann wurde der Mann auch noch von der CIA auf jugoslawischem Gebiet aufgegabelt. Was hat denn ein Deutscher in Jugoslawien verloren? Ja? Ein echter Deutscher ist doch zumindest auf NATO-Gebiet. Ja? Und angeblich ist er auch noch gefoltert worden von der CIA. Angeblich. Ich glaub's nicht. Entschuldigung, Folter und CIA, wo gibt's denn sowas? Ja? Na, also ich glaub das wirklich nicht. Ich meine, bloß weil einer schreit, während man mit ihm spricht? Das kommt doch in jeder guten Familie vor. Ja? Selbst Condoleezza Rice sagt, auf US-Boden wird nicht gefoltert und ab sofort hören wir damit auf. Und das im Ausland, das ist dann auch nicht Folter, das läuft dann mehr unter degressiver Abschreibung und aggressiven Umständen. Ja? Was ich ja wirklich stark finde, dass der Steinmeier so dicht gehalten hat. Ja? Weil nur so bleibt er salonfähig in der internationalen Folterdemokratie und auch in der Foltergemeinschaft. Wie heißt es so schön? Wo gefoltert wird, fallen Späne. Ja? Ab und zu muss man halt auch mal hart durchgreifen. Wobei, das harte Durchgreifen an sich ist es keineswegs bloß eine amerikanische Domäne. Na, man kann sogar sagen, was der Amerikaner in der großen weiten Welt, das ist der türkische Landsmann ab und zu mehr im familiären Rahmen. Da passieren ja auch mitunter ganz komische Dinge, wie vor einiger Zeit in Augsburg, wo ein türkischer Landsmann erst seine Frau, danach vier weitere türkische Mitbürger umgebracht hat. Traurig genug, bloß einen Tag später ruft allen Ernstes die Nachrichtenredaktion des Bayerischen Fernsehens bei mir an, fragt nach, ob ich nach diesem tragischen Vorfall für den bayerischen Fernsehzuschauer mal die typische Struktur einer türkischen Familie näher erläutern könnte. War dann auch für mich der letzte Beweis, dass die Spaßgesellschaft beim Bayerischen Rundfunk nicht totzukriegen ist. Ja? Typische Struktur einer türkischen Familie. Ich meine, gut, falls es interessiert, ist relativ schnell erklärt. Der Vater darf die Kinder umbringen. Die Mutter darf den Vater umbringen. Der Bruder darf den Schwager umbringen. Die Schwester darf den Bruder umbringen. Der Schwager soll froh sein, wenn er überlebt. Also mehr isst du eigentlich nicht. Ja? Aber Sie merken schon, als Mitglied einer türkischen Familie hat man doch auch eine gewisse exekutive Verantwortung. Und diese Verantwortung wiegt in meinem Fall umso schwerer, dadurch, dass ich ja passtechnisch gesehen der einzig verbliebene Türke in der Familie bin. Und diese Verantwortung kam ich immer dann besonders gern nach, wenn sich jemand mal für meine Schwester interessiert hat. Gab da durchaus immer wieder mal Momente, wo Menschenrechte rapide an Bedeutung verloren haben. Eines Sonntags sitzen wir nach dem Mittagessen alle im Wohnzimmer rum. Plötzlich läutet es an der Haustür. Meine Mutter sagt zu meinem Vater, kannst du mal bitte rausgehen, jetzt er ist da. Ich frage gleich Mama, wer ist da? Ja, weißt du, mein Sohn, da gibt es einen jungen Mann, der hat Interesse für deine Schwester, jetzt ist er auch in heiratsfähiger Alter. Mama, wie bitte? Heiraten, die ist 25.
Noch nicht einmal in der Pubertät. Vor allem, warum weiß ich da nichts davon? Was ist das? Das ist ein Deutscher. Du willst also meine Schwester heiraten und gehst davon aus, dass wir zustimmen. Sehr schön. Naivität kann ja auch was Sympathisches haben. Was mich interessieren wird, warum willst du meine Schwester heiraten? Was? Du liebst sie. Liebe Welt, großes Wort. Du weißt schon, dass Liebe an sich auch bloß die Unfähigkeit zum Hass ist. Na, apropos Unfähigkeit, was arbeitest du eigentlich? Was? Projektmanager? Ja, Wahnsinn. Bei einer Versicherung auch noch. Ja, sensationell. Habst du das gehört? Der ist Projektmanager. Darum hat er schon so eine Aura wie ein kaputter Leitsordner. Also Schwesterlein, da verstehe ich dich jetzt nicht. Ich meine, für den ist doch eh bloß ein ordnungspolitischer Aggregatzustand. Ja, da darf man nicht bloß nach der Optik gehen. Ich meine, gut, die Optik ist jetzt eh nicht sein größtes Plus. Ja, aber deswegen kann ich da nicht einfach reinmarschieren und sagen, hallo, bin der Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Ich will eure Tochter heiraten. Mädel, eh, das ist doch was Heiliges. Eh, das muss ich doch gut überlegen. Eh, das ist standesamtlicher Dschihad. Jetzt pass mal auf, du Vollkasko. Also bei uns Türken ist es ja üblich, dass wir uns vor der Hochzeit erst einmal vergewissern, ob der Mann tatsächlich als Jungfrau in die Ehe geht. Das heißt, du kriegst dann einen Lügendetektor in die Hoden angeschlossen. Und sollte sich da ein unerfreuliches Ergebnis zeigen, dann musst du die Hochzeitsnacht mit der gesamten Verwandtschaft der Braut verbringen. Und am nächsten Morgen hängt vom Schlafzimmerfenster raus ein großes, blutverschmiertes Laken. Du hast eine ganz hohe Stimme. Übrigens, was fährt er für ein Auto? Was? Eine Ford Mondeo. Also, Schwesterlein, schau. Ein Ford Mondeo und eine glückliche Ehe. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja, also entweder hat er keine Ahnung von Autos oder er kann sich kein vernünftiges Auto leisten. Egal, was zutrifft, er bringt uns nicht weiter. Nein, man, ich kenne doch so Burschen. Heute fährt er noch einen Ford Mondeo. Morgen kauft er bei C&A ein. Übermorgen telefoniert er mit E+. Du, da kann mir doch heute schon ausrennen, wann dem auf der Tasche liegt. Da soll ich jetzt einfach zustimmen. Ja, Vater, sag doch einmal, was ist schließlich deine Tochter? Ja, wenn sie so blöd ist, Vater, super. Boah, der geistreiche Kommentar. Na, jetzt hab ich's. Jetzt habe ich eine Lösung, mit der wir alle leben können. Wir machen ein Jahr Probezeit. Ein Jahr Probezeit beginnen ab Unterschrift Standesamt, ja? Dann hast du 12 Monate Zeit, um zu beweisen, dass du dich bei uns hier einfügen kannst. Und das ist dir auch sehr zu empfehlen, weil wenn du das nicht schaffst, verspreche ich dir bei uns dein Lebensgefühl, das sonst bloß ein Israeli kennt, der mit der Schweinshaxen in der Hand auf dem Marktplatz von Teheran steht. Und sie werden nicht glauben, der Spargel ist ein zäher Hund, der lebt heute noch. Bin mit ihm im Großen und Ganzen auch sehr zufrieden. Das Einzige, was mir noch nicht so passt an dieser ganzen Sache ist, die haben immer noch keinen Nachwuchs. Und der stört mich gewaltig. Also es ist nicht, weil ich nicht Onkel bin, ist mir egal. Bloß Deutschland bräuchte dringend Nachwuchs und ich hätte schon erwartet, dass mein Clan ein bisschen einen Beitrag dazu leistet. Das ist traurig, aber wahr. Seit Jahren ist in Deutschland die Zahl der ungeborenen Kinder höher als die Zahl der Geborenen. Und wie akut das Problem tatsächlich schon ist, habe ich neulich bemerkt, als der Freund meines Vaters bei uns an der Haustür Sturm läutet. Meine Mama macht auf, er rennt an meinen Eltern vorbei, stürzt auf mich zu und brüllt mich an, geh gleich raus auf Straße. Habe ich gesagt, wie bitte, raus auf Straße, wieso denn das? Ja, musst du Deutsche schauen. Sag ich, Deutsche schauen? Ja, wieso, was ist denn los? Ja, weil bald gibt keine Deutsche mehr.
Ja, hab ich gehört, bald gibt keine Deutsche mehr. Ja, jedes Jahr 200.000 Deutsche weniger. Ja, 200.000, das ist Stadt wie Kassel. Ja gut, du sagst dann endlich, Kassel ist weg. Ja, aber jedes Jahr. Dann weißt du, warum Deutsche mehr werden weniger? Ja, weil Deutsche wollen keine Kinder mehr. Und die Deutsche, die wollen Kinder, kriegen keine Kinder mehr. Ja, immer mehr Deutsche sind, wie sagt man, unfruchtbar. Na ja, Frauen unfruchtbar wegen dreckiger Umweltluft. Ja, Männer unfruchtbar wegen modische Unterwäsche. Na ja, moderne Unterwäsche, alles Kunststoff, alles eng, alles wird heiß, alles kaputt. Ja, nirgendwo in Gesellschaft gibt Vorbild für Familie. Ja, schaust du an Schröder. Schröder war 7 Jahre Kanzler, 4-mal verheiratet, keine einzige eigene Kind. Ja, kannst du dir vorstellen, was für Unterhose hat Schröder? Ja, aber jetzt ist das Problem nicht mehr Schröder, jetzt ist auf einmal Problem Union. Ja, normal, Union soll schauen, was macht SPD falsch, aber Union sagt, ja gut, dann machen lieber noch größere Blödsinn. Ja, ja, CDU, CSU sagen, sie sind die Schwesterpartei, aber nur Streit. Ja, nur Streit, schon immer war Streit. Hast du gesehen, wie lang war Streit, bis sie haben gefunden, Kanzlerkandidat? Ja, ja, weil manche in Union haben gesagt, ja, jetzt wir unbedingt brauchen eine Frau als Kanzler. Dann andere in Union haben gesagt, nein, wir unbedingt brauchen einen Mann als Kanzler. Und dann waren ganz andere, haben gesagt, nein, keine Frau, keine Mann, nehmen wir Angela Merkel. Ja, aber das Merkel ist gefährlich für Deutschland. Ja, ja, Merkel ist gegen alles. Ja, Merkel ist gegen Zuwanderung, weil sie sagt, nein, dann kommen Fremde. Ja, Merkel will nicht Türkei in EU. Merkel will nicht Türkei in EU, ist sie extra gefahren nach Türkei und hat gesagt, ja, bleib daheim. Ja, Merkel hat zu Türkei gesagt, kannst du haben privilegierte Partnerschaft. Ja, privilegierte Partnerschaft. Ja, das ist wie Homo-Ehe. Ja, sagst du mal zu Türke, willst du Homo-Ehe? Merkel ist auch gegen Kopftuch. Ja, Merkel sagt, mit Kopftuch muslimische Frau hier macht Parallelgesellschaft. Ja, aber jetzt mit neuer EU kommen Frauen aus Polen und Tschechien, dann hast du horizontale Gesellschaft. Ja, Merkel sagt, Kopftuch ist Sache von Fundamentalist. Jo. Ja, im Winter, meine Mutter auch trägt Kopftuch. Ja, jetzt ist sie Halbjahresfundamentalist oder was. Wenn ich mal treffe Merkel, dann ich sage, Angela, solange du selber das Gesicht wie Bernhardiner mit Kreislaufschwäche... Dann musst du nicht tragen Kopftuch, musst du tragen Schleier. Herr Merkel soll nicht Gedanken machen wegen Kopftuch, Merkel soll lieber Gedanken machen wegen echte Probleme in Deutschland. Na ja, Merkel soll Gedanken machen wegen Wirtschaft. Ja, oder wegen Bildung. Ja, weil jetzt alle in Deutschland auf einmal haben gemerkt, hoppla, Bildung ist weg. Ja, niemand weiß wohin. Jetzt alle suchen Bildung. Jetzt eine Professor hat gesagt, Deutschland unbedingt braucht eine Elite-Uni, damit wenigstens von dieser Schule alle können lesen und schreiben. Ja, aber weißt du, was ist das Problem in deutscher Schule? Ja, das Problem in deutscher Schule ist, Unterricht fällt aus oft. Und warum Unterricht fällt aus oft? Ja, weil Lehrer traut sich nie mehr in Schule. Also, früher Lehrer hat gebraucht gutes Studium. Ja, heute brauchst du kugelsichere Weste. Ja, musste man schauen, Erpressung, Schlägerei, Schießerei. Ja, aber nicht bloß im Lehrerzimmer. Und was sagt Politik? Politik sagt, ja, bei Bildung, Deutschland muss werden wie Finnland. Aber in Finnland
Vietnam-Kinder nur sind so hell im Kopf, weil dort ist 10 Monate dunkel im Jahr. Ja, aber Finnland hat nicht gemacht so blöde Rechtschreibreform. Ja? Jetzt mit dieser Rechtschreibreform kannst du schreiben, was du willst, wie du willst. Ne, musst du mal anschauen, einen Aufsatz von Abitur. Ja, ist nicht Aufsatz, ist heitere Ratespiel. Ja, und ganz großes Problem in deutscher Schule. Viel zu viele Ausländer. Ja, schaust du mal rein in Grundschule. 80% aus Türkei, Ukraine, Österreich. Und wenn du hast Pech, Lehrer kommt aus Sachsen. Ja, dann niemand versteht niemand. Ja, aber sowieso vielleicht besser, niemand versteht niemand, weil wenn du schaust, was heute ist Stoff in Schule. Ja, habe ich mal geschaut bei meinem Sohn, habe ich gesagt, was, du lernst jetzt? Ja, er sagt, sie machen jetzt von Albert Einstein diese Relativitätstheorie. Da habe ich gesagt, mein Sohn, Einstein schon lange ist tot, aber Schule ist für Leben. Da habe ich gesagt, lernst du lieber was, was du kannst brauchen? Da habe ich gesagt, lernst du große Alphabet bis 100? Habe ich gefragt, wie viel ist 13 mal 17? Weißt du, was war Antwort? Einstein sagt, das ist relativ. Ja, kannst du gar nicht vorstellen, wie blöd ist heutige Jugend. Das sehe ich jeden Tag bei meinem Sohn. Meine Sohn, original Volldepp. Da habe ich vorgestern gefragt, meine Sohn, kennst du Gorbatschow? Sagt er, ja, aber nur mit Red Bull. Na, dann merke ich dann schon, dass ich langsam in die Jahre komme. Und Sie werden es nicht glauben, aber ich spüre auch immer öfter so eine Sehnsucht nach einem häuslichen Leben. Wirklich. Ich träume davon, dass ich einen ganz normalen Job habe, komme um 17 Uhr heim, eine tolle Frau öffnet die Tür und sagt, ah, du bist schon da, sehr schön, das Essen ist gerade fertig, geputzt habe ich auch schon, dann bis morgen Vormittag. Nein, ich bin schon gerne Single. Wissen Sie, warum ich so gern Single bin? Weil ich Wert auf ein Privatleben lege. Ja, weil in dem Moment, wo eine Frau dabei ist, ist sie ja öffentlich. Und ich sage halt, wenn öffentlich, dann nur gegen Eintritt. Ja? Als Single setzt man sich auch nicht so oft der Gefahr von Missverständnissen aus. Ich kriege das in meinem Freundeskreis oft mit. Ein sehr guter Freund von mir hat vor einiger Zeit wieder rumgejammert. Da sagt er zu mir, du, die Frauen, erst machen sie der Wunder was vor und dann wollen sie doch wieder heiraten. Nein, ich habe es mir mal vorgenommen. Echte Freundin, feste Zeiten, feste Freundin, ja? Wir haben ausgemacht, nach jedem Autowaschen fahre ich zu ihr. Ja, da kommt 4 Wochen später auf einmal der Anruf, da schimpft sie drum, was ist los, ich lasse mich nicht blicken. Da habe ich gesagt, ja, was kann ich dafür, wenn das Auto nicht dreckig wird? Nein, da bin ich einer, wie soll ich sagen, ich habe einfach da eher gern meine Ruhe. Ja? Ich ruhe unheimlich gern in mir, das macht mir so viel Spaß, Wahnsinn. Ja, aber Frauen sagen dann oft, geh doch mal aus dir raus. Aber ich trau mich nicht. Da habe ich immer Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Ja, darum glaube ich schon, dass es an mir liegt, dass ich da so ein Einzelgänger bin. Ich glaube sogar, ich bin Einzelkämpfer. Wissen Sie, was ich brauche? Ich glaube, ich brauche dieses Lebensgefühl wie dieser einsame Cowboy, der in der Abenddämmerung Richtung Horizont reitet. Und aus dem Hintergrund sagt eine Stimme, reite nicht so weit, in 30 Minuten Abendessen. Gut erschwerend kommt bei mir noch hinzu, ich brauche für ein Privatleben auch relativ viel Platz, da passt eine zweite Person gar nicht mehr rein.
Ist wirklich so. Schauen Sie, wenn ich bei mir daheim in Hengersberg bin, dann mache ich in der Regel so ungefähr so 8:30 Uhr morgens auf. Dann liegt schon die Zeitung neben mir im Bett. Dann kommt meine Mama rein, bringt mir einen Teller frisch geschältes Obst und fragt mich, ob ich zum Frühstück zu meinen Eltern hochkommen will. Ja, wenn jetzt da eine Frau neben mir liegt, da ist meine Mama irritiert. Ja, ich wäre noch mehr irritiert. Ja, stellen Sie sich vor, Sie wachen auf einmal liegt eine Frau da. Und bevor du sie näher identifiziert hast, fängt die womöglich ein Gespräch an. Oder noch schlimmer, die fasst dich an. Nein, weil das kann ich nicht haben. Ich mag in der Früh nicht angefasst werden. Nein, da flippe ich aus, wirklich. Wenn mich in der Früh anfasst, da laufe ich amok. Wirklich, da schrei ich alles zusammen, da sehe ich rot, das ist der Hammer. Ich weiß, da bin ich allergisch, gell? Keine Ahnung warum. Nachts ist mir wurscht, da schlafe ich, da merke ich nichts. Ja. Wissen Sie, was ich mich jetzt gerade frage? Wie Sie jetzt wohl über mich denken? Ja, nach dem, was ich jetzt die letzten 15 Minuten erzählt habe, mich interessiert ja generell, wie andere über mich denken. Bloß man kriegt es leider viel zu selten mit. Obwohl, wann war das? Wann war das? Das war, Mensch, genau, im Mai. Da habe ich es mal mitgekriegt, wie andere über mich denken. Da hatte ich einen Auftritt bei mir in der Heimatregion. Da waren natürlich viele Freunde und Bekannte von mir da. Da stand ich in der Pause draußen im Foyer von der Stadthalle, zufällig Rücken an Rücken mit einem alten Bekannten von mir. Der hat mich nicht bemerkt und hat in der Zwischenzeit mit seinen Freunden über mich philosophiert. Du, eins sag ich euch, mit dem Django tauschen mag ich nicht. Mit dem tauschen mag ich da auf der Bühne nicht. Du dir da 2 Stunden lang da so reden, das ist nicht leicht. Für sowas, da brauchst Talent. Ach, da reicht Talent gar nicht, da brauchst auch Begabung. Du, der muss doch jeden Tag, muss der davon kreativ sein, verstehst? Du, aber richtig gespannt bin ich auf sein nächstes Programm. Weil jetzt erzählt er gerade wieder ein bisschen Politik, ein bisschen Familie und so weiter. Bloß beim nächsten Programm, da muss man richtig kreativ sein. Da muss ich sich alles neu ausdenken, alles neu erfinden. Das ist nicht leicht. Ich weiß, wovon ihr redet. Ich war selber im Allgemeinderat. Na, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Na, weißt du, was ich nicht verstehe? Warum nennen Sie der dauernd Kabarettist? Nein, warum sagt er immer, er ist Kabarettist? Weil ein echter Kabarettist, ja, der muss ja sozialkritisch sein. Jetzt sagen wir mal einen Grund, warum soll der sozialkritisch sein? Ihm geht's doch gut. Du, der verdient ein Schweinegeld, das sage ich dir. Du, der steckt, weißt du, wie der bezahlt wird? Der kriegt Prozente. Du, der, wenn jeden Tag vor ein paar hundert Leuten da steht, du kannst da ausrechnen, wie viel Prozent das der kriegt. Verstehst? Du, ich hab mich schon oft gefragt, bei dem Schweinegeld, was der einsteckt, was wird denn der für ein Auto fahren? Verstehst? Mensch, vor 3 Wochen hab ich ihn getroffen, bei uns auf dem Marktplatz. Hab ich mir gedacht, machst mal einen Witz, haust mir mal eins rein, gell, schießt mir mal eins aufs Knie, gell, hab ich gesagt, Django, hab ich gesagt, gell, hab ich gesagt, Django, hab ich gesagt, du Sauhund, hab ich gesagt, du verdienst doch ein Schweinegeld, sag mal, was fährst du für ein Auto, du fährst doch bestimmt schon einen 12-Zylinder, dann sagt er ja. Du, da bin ich auch gern sozialkritisch, wenn ich einen 12-Zylinder fahre, verstehst? Da halte ich der Gesellschaft gern mal den Spiegel vor. Da sage ich dann auch, liebe Gesellschaft, jetzt schau mal in den Spiegel. Ich fahre einen 12-Zylinder und du nicht. Da weiß ich jetzt nicht, was du da verhalten sollst, verstehst? Da bin ich auch gern sozialkritisch, gell? Aber weißt du was, weißt du, wer den mal richtig sozialkritisch machen kann, ja? Nur wir, nur das Publikum, weil wenn wir mal alle daheim bleiben und nicht mehr zu dem hinrennen, ja, dann kriegt er auf einmal weniger Prozente der 12-Zylinder, verstehst? Ja, dann ist er auf einmal wieder Durchschnittsverdiener, ja, dann kann ich wieder zu Fuß gehen, ja, und wenn Auto, dann ein 4-Zylinder, ja, und wenn er Pech hat, ein Ford Mondeo. Ja, aber apropos Ford, interessant ist ja schon, wie weit das die Türken bei uns da gebracht haben, oder? Hey, komm, früher hat man gesagt, der Türk fährt einen Ford und ist in der Fabrik. Du, die Zeiten sind vorbei. Nein, du, ich kenn genug, die waren früher Türken, die sind halt Unternehmer. Ja? Oder Akademiker. Ja? Oder machen ein Geschäft auf. Aber nicht nur von wegen Obst, Gemüse, Drogen. Verstehst? Nein, schau du heute mal irgendwo in die Innenstadt, na, egal wo du bist, schau mal in die Innenstadt, schau dir mal da die ganzen Reisebüros an, alles fest in türkischer Hand, so schaut's aus, ja. Und das ist das Hinterhältige am Türken, statt dass er froh ist, dass er hier sein darf, schickt er uns weg. Verstehst?
Aber bei uns, da warten immer noch alle drauf, dass sich der Türke mal integriert. Aber ich sag dir eins, bevor sich ein Türk bei uns integriert, wird er lieber noch Deutscher. Du, 100.000 von denen werden Jahr für Jahr Deutsche. Ja? Oder Abteilungsleiter. Du, der Deutsche kann doch gar nicht mehr unter sich sein, weil er immer öfter einen Türken über sich hat. Verstehst? So schaut's aus. Du, da frage ich mich schon, wofür hat da Rot-Grün dann 7 Jahre lang da so Integrationsbeauftragte? Hä? Na, wofür hat da so einer wie der Schröder ewige Zeit so Integrationsbeauftragte? Aber ich sag dir eins, denen von Rot und Grün, denen geht's ja gar nicht um Integration. Die wollen ja bloß, dass der Türk bei uns zurechtkommt. Verstehst? Da haben sie auf einmal wieder Geld gehabt, gell? Rot-Grün, da haben sie noch ein Handbuch haben sie noch rausgegeben, verstehst? Handbuch für Integration in 6 Sprachen. Ja, glauben denn die Rot-Grünen haben da auch, dass ein Ausländer, der 6 Sprachen spricht? Dass der nach Deutschland kommt? Du, so eine geht ja gleich nach Amerika, verstehst du? Oder macht lieber Urlaub, aber der liest doch kein Handbuch. Hey, ich sag dir eins, was wir da in Deutschland brauchen, das ist kein Handbuch. Was wir mal brauchen, das ist ein Zuwanderungsgesetz. Verstehst? Ein Zuwanderungsgesetz und zwar mit Betonung auf Wandern. Na, du, von mir aus kommt der Türk. Ja, du, von mir aus kommt der Türk, aber dann bitte zu Fuß. Na, Entschuldigung, warum soll's jetzt der Türk besser haben wie der Schlesier oder Sudetendeutsche? Hä? Der ist damals auch zu Fuß gekommen. Verstehst? Du, aber das wird noch alles anders, weil der Beckstein hat gesagt, wir brauchen ein Antiterrorgesetz, hat der Beckstein gesagt. Verstehst? Ein Antiterrorgesetz, wo drin steht, ein Ausländer, der sich verdächtig macht, klar raus damit, ja? Und ich sag, ein Ausländer, der heute noch nach Deutschland kommt, der ist verdächtig. Verstehst? Nein, du kennst mich jetzt seit 30 Jahren, du weißt, mit mir kann man über alles reden, aber irgendwo muss man Schluss sein. Nein, irgendwo muss man Schluss sein. Ich sag immer, alles hat seine Grenzen. Verstehst? Mein Spruch, alles hat seine Grenzen. Du, das ist beim Humor auch nicht anders. Du, der Django, der wird mir auch immer grenzwertiger. Nein, der übertreibt immer öfter, der Zauhund, der, verstehst? Aber dem sage ich das mal ins Gesicht. Den triff ich schon mal wieder bei uns auf dem Marktplatz. Nein, da sage ich ihm das voll ins Gesicht. Was, wo ist er hinter mir? Hey, da ist er, geh her. Django, geh her, gerade reden wir von dir. Gerade habe ich da gesagt, ist er heute wieder super. Nein, gerade habe ich gesagt, da müssen wir öfter hingehen. Ja, weil mir gefällt das, wie er das immer macht. Mir gefällt das, wie du das immer machst. Ja, weil er ist ja da immer, wie sagt man da, so ohne Rücksicht auf Dings und mit offenem Visier, gell, volles Risiko und ohne Dings. Ja, ich kenne es, ich war selber mal Gemeinderat. Ich war begeistert. Nicht nur über das, was er gesagt hat, sondern dass er überhaupt was gesagt hat. Na, der Mann hatte wenigstens noch eine Meinung. Und damit ist man heute schon Ausnahme. Aber heute ist doch alles jedem so richtig wurscht, oder? Man hält sich für wunderweh tolerant und letzten Endes ist man nur gleichgültig. Das war jetzt fast sozialkritisch, gell? Aber da sehen Sie mal, wie sehr mich dieses Thema berührt. Weil wenn man so wie ich aus einer Gegend kommt, wo Meinung schon immer sehr wichtig war, dann stören einem die gegenwärtigen Verhältnisse in der Gesellschaft schon. Weil bei uns in Niederbayern, da hat die Meinung schon immer oberste Priorität. Wirklich, bei uns in Niederbayern, da war Meinung schon immer wichtiger als Ahnung. Und das Epizentrum der niederbayerischen Meinungsbildung ist ja der Stammtisch. Und von dieser Institution habe ich selber in ganz besonderem Maße profitiert, weil ich schon seit meinem 5. Lebensjahr jeden Sonntag mit dem Mann unserer Nachbarsfamilie mit am Stammtisch stehen durfte. Und es war für mich deshalb sehr informativ, weil schon damals, Ende der 70er, der niederbayerische Stammtisch im Punkt der Dialektik und Rhetorik dem Rest der Welt weit, weit voraus war. Ja, leg da im Iran, hast du das gehört, da im Iran? Stimmt, gell, der Schah ist jetzt wieder da. Na, du Depp, der Schau ist wieder da, der ist da fort, dann ist jetzt da der Khomeini. Genau, der Khomeini mit die, wie sagt man da, die Mull, die er da dabei hat, da. Nein, er meint da die Dinger, du musst da die Mutscha, okay, ja, und der Winter kommt auch bald. Da war auf einmal alles klar. Ja? So habe ich Ende der 70er die Grundzüge der Weltpolitik kennengelernt. Ja?
Da habe ich gelernt, der Khomeini, das ist so eine Art Papst bei den Persern. Die Mujahedin sind so eine Mischung aus Drachenverein und Schützenverein. Und das Schöne ist, den Stammtisch gibt's heute noch. Gleiche Besetzung, gleiche Grundstimmung. Die Herren vom Alter ist um die 70 rum, nur die Themen haben sich ein bisschen verlagert. Ja, leck die Maut. Du, das mit der Maut. Ja, ich merk's bei der Rente. Ja, du Depp, was merkst du bei der Rente? Du meinst eine Gesundheitsreform, versteh? Ja, hör mal du bloß ab mit der Gesundheitsreform. Das ist eine Krankheitsreform und sonst gar nichts, verstehst? Eine Krankheits- und Europa haben wir jetzt auch noch. Ach, das Europa, das ist jetzt da. Ja, ich geh jetzt. Ja, nach Europa oder was? Nein, Katheterwechsel. Schauen Sie, bei dem Gedanken an Europa gehen tatsächlich viele Menschen erstmal sicherheitshalber auf die Toilette. Weil sie wissen, das neue Europa ist der ultimative Griff ins Klo. Das ist doch das Grundübel unserer Zeit. Viele blöde Fragen, wenig vernünftige Antworten. Jetzt auch wieder bei der Frage, soll die Türkei in die EU oder nicht? Und welch Wunder, immer mehr Türken sind gar nicht mehr so scharf drauf, in die EU reinzukommen. Allen voran der Freund meines Vaters. Egal, über welches Thema ich mit dem rede, immer wieder kommt das Thema EU. Da poltert er gleich los, auch neulich wieder. Weißt du was, ich gar nicht mehr will in diese blöde EU. Dann sage ich, Entschuldigung, wer redet jetzt über EU? Ja, weil sie immer sagen, EU ist Gemeinschaft, aber EU ist nur alle gegen alle. EU ist nur Frankreich gegen England, England gegen Deutschland, Deutschland gegen Frankreich. Ja, aber weißt du, warum SPD unbedingt will Türkei in EU? Ja, damit an Grenze von EU zu Nahost ist starke Armee. Weil SPD genau weiß, mit deutsche Bundeswehr kannst du vergessen. Ja, SPD, genau weißt du, heute nur musst du Bundeswehr, wenn du schaffst, nicht Musterung für Zivildienst. Ja, deutsche Bundeswehr ist Weltmeister, den Krieg verlieren. Ja, wenn Amerika macht humanitäre Mission, ist gefährlicher, wie wenn Deutschland macht Krieg. Ja, aber trotzdem, du kannst sehen, deutsche Soldaten in jedem Krieg auf ganzer Welt, aber nur da, wo wird nicht geschossen. Naja, weil in Krieg deutsche Soldaten nur dürfen in Pufferzone. Naja, in echte Krieg, echte Soldaten müssen kämpfen und deutsche Soldaten nur dürfen bringen Essen. Ja, wenn echte Soldaten dann sehen, deutsche Soldaten, dann sie gleich sagen, aha, jetzt Pufferzone, wieder wir Kartoffelpufferzone. Ja, und deutsche Soldaten kannst du schicken in jeden Krieg auf ganze Welt, weil Bundeswehr in Deutschland sowieso hat nichts zu tun. Ja, Bundeswehr in Deutschland ist arbeitslos. Ja, warum? Ja, weil Deutschland für Terrorist ist Ruheraum. Ja, Terrorist nach Deutschland nur kommt für Wellness. Ja, wenn Terrorist kommt nach Deutschland, er erst muss gehen in Landratsamt. Er muss dort abgeben Sprengstoff. Ja, dann er kriegt Aufenthaltsgenehmigung und 10 Euro für Krankenschein. Ja, weil SPD sagt, wir müssen jetzt machen so, weil Deutschland im Moment hat keine Zeit und kein Geld für Kampf gegen Terror. SPD immer hat gesagt, für Deutschland nur eins ist wichtig, wir endlich in Berlin haben diese Mahnmal. Ja, weil SPD sagt jetzt, alle Deutschen müssen erinnern. Ja, jetzt alle Deutschen müssen erinnern, auch die, wo haben nichts gewusst. Ja, jetzt siehst du in Berlin, viele Menschen erinnern, wissen nie was. Ja, dann nach 2 Tagen, sie haben Kopfweh. Ja, jetzt alle kriegen Mahnmal. Zigeuner jetzt kriegt Mahnmal, Homo kriegt Mahnmal, Jude kriegt Mahnmal. Jetzt sogar Architekt von Mahnmal kriegt Mahnmal. Leider, glauben wir in Deutschland immer noch sehr viele Menschen, dass alle Juden automatisch so selbstherrlich und arrogant sind wie Michael Friedmann. Noch schlimmer ist, immer mehr jüdische Jugendliche glauben, ukrainische Prostituierte sind koscher. Sie sehen, da entsteht eine Schieflage. Und da muss man natürlich was dagegen tun. Man muss aufeinander zugehen, miteinander reden, sich gegenseitig ein bisschen näher kennenlernen. Und Teile der israelischen Armee haben das ja zum Glück auch begriffen. Die machen ja auch von Zeit zu Zeit so Ausflüge in palästinensische Flüchtlingslager. Bomben und walzen da alles nieder, nur weil sie wissen wollen, wie leben die dort. Wie ist da die Stimmung? Sind die immer noch sauer, dass sie vertrieben wurden? Ja? Na, nur so löst sich langsam diese ganze Verkrampfung da unten. Ist alles so verkrampft? Das merkt man
Übrigens auch in Deutschland, diese Verkrampfung. Ich, wenn in deutschen Großstädten so auf Tournee unterwegs bin, ich schaue mir gerne mal diese Synagogen an. Sie, aber vor jeder Synagoge stehen da unzählige schwer bewaffnete Polizisten. Ich bin da mal hin, ich hab so, Burschen, jetzt tut doch mal die Gewehre weg, wenn ihr dann da so rumfuchtelt, das nimmt doch seinem Gottesdienst den ganzen Groove. Und statt dass sie sich bedanken, halten sie meine Personalien fest. Ja, bloß weil auf meinem T-Shirt draufsteht, PLO, Ortsverein Hengersberg. Na, so werde ich als Niederbauer türkischer Herkunft im dritten Jahrtausend mitten in der EU behandelt. Da muss das sein. Na, das sind dann schon so Momente, da denke ich mir manchmal, vielleicht wäre es doch am besten, wenn man die Türkei jetzt schon mal in die EU aufnimmt, damit mal diese allgemeine Skepsis dem Türken gegenüber aufhört. Alle schauen dir die Türken immer so schief an. Übrigens auch. Das ist ein Volk, sage ich ihnen. Ja, geh weiter, geh weiter. Früher habe ich mir bei den Türken immer gefragt, wo haben sie denn die rausgelassen? Heute frage ich mich nur noch, warum? Na echt, der Türke an sich ist für mich die Unberechenbarkeit in Person. Da weiß ich nie, wie ich dran bin. Man merkt es auch gerade bei diesen großen politischen Fragen, ist wieder ganz aktuell Zypern. Ich weiß ums Verrecken nicht, was haben die Türken mit diesem Zypern vor? Keine Ahnung. Mensch, apropos Zypern. In meinem letzten Türkei-Urlaub habe ich zufällig so einen Ex-Offizier kennengelernt, der 74 bei der Zypern-Invasion dabei war. Dem habe ich mal meine Meinung gesagt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, was war denn das für ein Blödsinn damals? Na, ihr marschiert da einfach rein und nehmt euch die halbe Insel. Ja, da hänge ich ein paar Tage dran, dann habe ich die ganze Insel. Da hat er geschaut. Na, ich sage eh, sollte die Türkei tatsächlich mal in die EU aufgenommen werden, dann gebe ja ich meinen türkischen Pass so ab. Dann hole ich mir einen syrischen Pass. Na, das hat auch einen sehr guten Grund, weil meine Vorfahren, genau genommen die Urgroßeltern, meine Eltern, stammten einst aus einem Gebiet, was heute Syrien ist. Und das war ja damals alles das Großosmanische Reich. Das Großosmanische Reich ist ja dann an seiner Größe zerbrochen. Und diese Erfahrung würde Europa demnächst auch machen. Drum bin ich dann froh, wenn ich dann hinterher ein Syrer bin. Ja? Wenn mich dann meine syrischen Brüder fragen, warum ich kein Türke mehr sein will, sage ich, ach, weißt, ich hätte 74 gern ein paar Tage dran gehängt. Man muss halt auch mal Kompromisse machen können, oder? Vor allem müssen wir endlich mal einsehen, egal wo wir leben, wir sind alle aufeinander angewiesen. Das musste sogar mein Vater begreifen, mein Vater, dem ich so viel zu verdanken habe. Der braucht mich heute manchmal. Wann war das? Im Sommer, da wollte er bei uns daheim an der Dachrinne was verändern. Dann hat er zu mir gesagt, mein Sohn, kannst du mir bitte Leiter halten? Sei klar, Vater, halte ich dir die Leiter, kein Problem. Ich halte die Leiter, Vater klettert hoch, Vater ist oben, ich lache die Leiter los, Leiter kippt um, meinem Vater haut's voll in den Dreck rein. Ja, dann haben wir uns angeschaut, haben gesagt, Vater, traue niemandem außer dir selbst.